Heute in meiner Sendung der Helle Kahnsinn, Axel Kahn trifft Eifa Aslan. Liebe Eifa, ich grüße dich. Hallo. Hallo Axel, danke, dass ich hier sein darf. Eifa, du bist direkt aus New York City eingeflogen, hier zu uns in den Sender. Was machst du in New York City? Also, was ich genau mache, werde ich dir nicht verraten dürfen, weil ich habe ein Disclosure unterschrieben. Aber es war wunderschön. Nebenbei haben wir noch ein Fotoshooting gemacht mit sehr talentierten Menschen. Und es ging um Product Placement. Okay, du bist natürlich Unternehmerin, Entrepreneur nennt man das, ja, in der Fachsprache, im Fachjargon. Aber du bist auch World Bloggerin, ja. Und das ist ganz spannend eigentlich. Zunächst mal die Frage, was unternimmst du als Unternehmerin, ja? Und als zweite Frage, wie bist du zur Bloggerin geworden? Also, ich habe eine PR-Event. Übrigens, das ist super aus heute. Ich danke dir, ja, ne? Das ist so Studio 54. Wenn wir jetzt ein TV-Sender wären mit deiner Frisur, sensationell. Aber wir sehen es ja nachher auf dem Video, ne? Auf jeden Fall, ja. Habe ich unterbrochen. Sieht super aus. Also ich wurde in New York von jedem, I love your hair. So yes, I love my hair too. Ich habe eine PR, Event und Promotion Agentur, die ich parallel seit 1993 zu der Fliegerei, ich war damals Flugbegleiterin, gestartet habe. Habe dann im Laufe der Zeit für viele Redaktionen gearbeitet und alles, was so dazugehört. Habe dann eine Nische für mich gefunden, Luxusbereich und Technologie, und mit denen bin ich sozusagen gewachsen, mit den Inhabern der Firmen, die teilweise auch angefangen hatten damals, und ich bin mit ihnen sozusagen groß geworden. Und dann kamst du in die digitale Welt mehr oder weniger, bist du reingeschwommen worden, oder wie war das mit dem Thema Bloggerin? Also es gab ja damals erstmal das Facebook, und dann hatte ich ganz schnell schon mal ganz viele Freunde. Damals hat man ja noch angenommen, und dann hatte ich schon, ich glaube in 3 Monaten, schon 3000 waren es damals Freunde. Dann musste ich ein zweites Account aufmachen, ein drittes und viertes und fünftes. Und damals gab es ja nicht dieses, was man damit jetzt macht. Es war einfach nur Freunde annehmen, und du hast dokumentiert, was du machst in deinem Leben. Später kamen ja dann die Fanseiten, wobei sich in Deutschland die Leute sehr, sehr schwierig damit tun, Fan zu sein. Sie möchten also unbedingt dein Freund sein. Ist natürlich bei Facebook nicht so einfach, weil eben du limitiert bist mittlerweile auf 5000, und ich möchte am liebsten auch mit allen befreundet sein, aber es geht nicht. Und die Fanseiten laufen in Deutschland nicht dementsprechend, wie sie sollen, weil die Leute haben ein Problem damit zu sagen, ich bin ein Fan. Kannst du uns noch ein paar Zahlen nennen von deinen Followern zum Beispiel? Ich habe ja sehr viele Accounts. Ich persönlich bin Eifersucht auf Instagram, aber ich habe 20 Accounts insgesamt mit meinen verschiedenen Firmen, und jede Seite hat natürlich ihren eigenen Account, und wir sind insgesamt bei 1 Million. Ich selbst habe im Moment, glaube ich, 210 oder 17.000. Im Moment ist ein Riesenwandel da, was Instagram angeht, und da wird sich auch noch viel tun. Und da wird jetzt eine neue Ära eingeleitet. Oh, es ist natürlich höchst spannend, dieses Thema. Ich meine, du hast sehr viel Bewegung reingebracht in dein Business, hast natürlich auch, sag mal, deine Fernsehauftritte, die du so hast, auch genutzt für Social Media. Was waren das genau für Auftritte? Ich bin ja die Luxusshopperin der Millionäre auf TAF und Leute heute zu sehen. Dann bin ich ja bei RTL die Styling-Expertin. Dann mache ich das Aschenputtel-Projekt und mit der Mozzi Mabuse gemeinsam, Wer macht mich schön. Also ich trete ausschließlich in Form meiner Arbeit, bin ich sichtlich. Also nicht, weil ich als Promi irgendwo durch die Gegend laufe. Doch schon. Nein, ich bin Dienstleisterin und bleibe Dienstleisterin, und ich sehe mich als nichts anderes. Ich trete ausschließlich in Verbindung meiner Arbeit auf. Okay, natürlich bist du ein Stück weit auch eine, für viele, sag mal, Menschen ein Prominenter, ja, der sich, sag mal, auch mit vielen anderen Prominenten zeigt und trifft und so weiter. Wie gehst du so ein bisschen auch mit der Öffentlichkeit um? Ist es ja nicht einfach, in Anführungsstrichen, sage ich mal, auch dem allen gerecht zu werden?
Also ich muss niemandem gerecht werden außer mir selbst. Ich muss am Ende des Abends nur mir, mich rechtfertigen und Gott. Und ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Das werden viele, glaube ich, nicht nachvollziehen können. Aber ich bin sehr gläubig sogar. Und die einzige Rücksicht neben meiner eigenen Person, auf die ich nehme, ist meine Tochter. Ich habe ihr bei der Geburt versprochen, dass ich sie durch ihr Leben begleite und ich halte mein Wort. Ich bin immer extrem begeistert von deiner Energie. Was ist so dein Antrieb? Was ist so dein Ziel? Was ist dein Weg? Wo möchtest du hin oder was möchtest du bewegen? Ich glaube, ich bin da so ein bisschen wie du selbst. Wir sind natürlich Visionäre und Macher. Und Visionäre und Macher nehmen andere mit. Und das kannst du nur, indem du Menschen begeisterst. Es ist natürlich aber auch eine Charaktersache. Ich war schon immer so. Mein Anliegen, was mich eigentlich treibt, ist, ich möchte immer andere Menschen glücklich machen. Ich möchte ihnen auch zeigen, ich hatte die schlechtesten Bedingungen, die man haben kann. Und schaut, was daraus geworden ist. Ihr müsst natürlich die Disziplin auch mitbringen, ja? Und ihr müsst auch verzichten können im richtigen Moment. Und das sind, glaube ich, so diese kleinen Geheimnisse. Aber dein Charakter, den hast du. Und aus dem, was du hast, musst du das Beste machen. Ich würde vorschlagen, immer eine gründliche Analyse und dann volle Mann voraus. Wie definierst du das Thema Erfolg? Ich trage eine unheimliche Dankbarkeit in mir und die treibt mich an. Erfolg, was bedeutet Erfolg? Erfolgreich kannst du sein und dich fühlen, wenn du dort angekommen bist, in deinem Herzen, in deinem Kopf, dass du einfach Ruhe hast, dass du nicht getrieben bist. Das bedeutet ja nicht immer, dass dein Konto gewisse Zahlen anzeigen muss, sondern erfolgreiche Menschen sind Menschen, die für sich einen Weg gefunden haben, dass sie zufrieden sind mit dem, wie sie leben. Das ist Erfolg. Du hast sehr viele reiche Menschen getroffen, ja, und arbeitest auch mit vielen reichen Menschen. Wie empfindest du die Situation, wie schätzt du das ein bei diesen Menschen, bei diesen Damen und Herren? Reiche Menschen sind sortiert im Kopf. Sie wissen ganz genau, was sie machen, wie sie es machen und vor allem, sie sind immer sehr gelassen in den Situationen. Ich habe noch nie einen reichen Mann, eine Frau gesehen, der eine Profilneurose hat. Das sind meistens die, die gerne dahin möchten und auch kein Benehmen haben. Ich stelle fest, dass reiche Menschen sehr gute Umgangsformen haben. Okay. Ich habe noch nie an einem Tisch gesessen mit einem sehr reichen Mann, der nicht geguckt hat, dass unsere Gläser voll sind. Er ist nicht der Kellner. Oder wir nicht das zu essen bekommen, was wir haben möchten. Dass wir irgendwie nicht gut nach Hause kommen. Also sie lassen dich nicht im Regen stehen. Und das macht sie auch nochmal aus. Sehr, sehr spannend. Natürlich für mich auch bereichernd, dass du in meiner Sendung bist, der helle Kahnsinn. Ich freue mich sehr darüber und ich glaube, mit dir könnte man so Stunde, zwei, drei, vier mit Sicherheit sprechen über viele, viele Themen. Ich glaube, du würdest den einen oder anderen extrem bereichern und auch dessen Mindset ein bisschen durchschütteln. Kann das sein? Ich hoffe, ich meine, es ist mir ein Anliegen, deswegen bin ich ja auch in der Öffentlichkeit und möchte ich auch ein bisschen Aufklärung betreiben, weil viele Menschen haben immer ein falsches Bild von sehr armen Menschen wie auch sehr reichen Menschen. Super spannend, Eva. Vielen Dank erstmal dafür. Jetzt kommt meine schnelle Antwortrunde, okay, die ich mit dir machen möchte, mit der ich spielen möchte. Du weißt aber schon, dass ich gerade gelandet bin und Ausnahmezustand. Du bist im Chatlag, aber ist egal. Oh mein Gott, okay. Wir kriegen das hin. Okay, Achtung, pass auf. Kurz antworten, ja? Ich frage schnell. Mit Mann oder ohne? Mit. Kleid oder Hose? Kleid. Make-up oder Natur? Natur. Lipstick or not? Yes. Botox oder Falten? Botox. Warum? Weil es besser aussieht. Das muss heißen, darum. Ah, okay. Darum.